Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei den Sensationsmeldungen über das Jahrhunderthochwasser in Polen, Tschechien und Deutschland trat die Ursache des Hochwassers völlig in den Hintergrund. Wir sollten uns aber auch die Frage stellen, ob die Überschwemmungen an der Oder schon eine Folge der beginnenden Klimakatastrophe sind. Wir Menschen sehen solche Geschehnisse lieber als unabwendbare Naturereignisse. Doch Futurologen haben uns vorausgesagt, dass nach der globalen Erwärmung unserer Erdatmosphäre längere Dürreperioden, häufigere Schädlingsplagen, mehr Wirbelstürme, Tornados, Hagelschläge, Sturm- und Springfluten sowie Überschwemmungen wie in Polen, Tschechien und Deutschland folgen werden. Die Durchschnittstemperatur der Atmosphäre hat sich in den vergangenen 100 Jahren durch die zunehmenden Luftverschmutzungen um 0,5 Grad Celsius erhöht. Wir können darum auch die in kürzeren Zeitabständen eintretenden und größer werdenden Überschwemmungen auf die Anreicherung der Luft mit Kohlendioxid und anderen Schadstoffen zurückführen. Die in Polen und Tschechien vom Himmel gefallenen riesigen Wassermassen waren nicht die alleinige Ursache der Überschwemmungen. Früher konnten die bewaldeten Gebirgslandschaften in Schlesien und Tschechien bis zur Hälfte solcher Wassermassen auffangen. Nachdem dort durch Industrie-, Haushalts- und Autoemissionen eingetretenen Waldsterben fließt das Regenwasser gleich in die Täler und nimmt auch noch die obere Humusschicht mit in Täler und Flüsse. Die früheren Wälder waren natürliche Klimaregulatoren. Der Regen gelangte allmählich von den Blättern zum Boden, wurde von den mit Baumwurzeln befestigten Boden aufgenommen und langsam bis zum Grundwasser geleitet. Die riesigen Flutwellen verbreiteten sich diesmal über gebrochene und überspülte Deiche in Polen und Tschechien. Sie überschwemmten dort große Landflächen mit Städten und Dörfern. Während die Flutwellen durch höhere Deiche in Polen und Tschechien in die Oder gedrängt worden, dann hätte der vorbildliche Einsatz unserer Deichschützer das Volllaufen des Oderbruchs und die Überschwemmung von Frankfurt und weiteren Städten und Dörfern nicht verhindern können. Wir sind diesmal noch recht glimpflich davongekommen. Doch die nächsten Flutwellen werden mit den zunehmenden Luftverschmutzungen und dem globalen Waldsterben noch schlimmer werden. Höhere Flussdeiche könnten dann auch nicht mehr genügend Sicherheit geben. Das Jahrhunderthochwasser in Polen, Tschechien und Deutschland ist im Vergleich zu dem, was unseren Nachkommen bevorsteht, nur eine harmlose Folge der beginnenden Klimakatastrophe. Zukunftsforscher rechnen mit einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur um 3 Grad Celsius in den nächsten 100 Jahren. Eine so hohe Erwärmung der Atmosphäre könnte das Schmelzen der Eis- und Schneemassen am Nord- und Südpol und in den Hochgebirgen so beschleunigen, dass der Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigen würde.
Weicherhöhungen würden dann nur vorübergehenden Schutz bringen. Denn das Abschmelzen der gesamten Eis- und Schneemassen brächte eine Erhöhung des Meeresspiegels um etwa 50 Meter. Die am dichtesten bewohnten und fruchtbarsten Landflächen der Erde ständen dann unter Wasser. Es ist verantwortungslos gegenüber unseren Nachkommen, täglich über 100 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft zu blasen und den künftigen Generationen ihren Lebensraum durch eine Klimakatastrophe zu zerstören. Unsere Nachkommen werden uns verfluchen, weil wir ihnen in Kenntnis der Folgen das angetan haben. Ohne schlechtes Gewissen erhöhen die Menschen unserer Erde ihre Mobilität mit immer mehr Autos und Flugzeugen, die unsere überlebenswichtige Luft in steigendem Maße verunreinigen. Das geschieht, obwohl abgasfreie Antriebssysteme, zum Beispiel Wasserstoff- und Elektroautos, schon erfunden sind. Doch diese Antriebssysteme können nicht zum Einsatz kommen, weil die luftverschmutzenden Antriebssysteme billiger sind. Verantwortungslos ist auch die Kohleförderung mit vielen Milliarden Subventionen, da die Verbrennungsemissionen unsere Luft mit Kohlendioxid erheblich belasten. Nach der schon eingeleiteten Klimakatastrophe müssten alle Häuser mit Solaranlagen auf den Dächern zur umweltfreundlichen Energieerzeugung versehen werden. Unser Raumschiff Erde hat die Grenze der Belastbarkeit überschritten. Mehr als die Hälfte der riesigen Tropenwälder ist schon vernichtet worden. Weitere Brandrodungen verwandeln den noch verbliebenen Lebensraum des Tropenwaldes in ein Leichenfeld von Schutt und Asche. Der vom schützenden grünen Dach entblößte Regenwaldboden kann nur 2 bis 3 Jahre als Weide oder Ackerland genutzt werden. Starke tropische Regenfälle spülen in dieser Zeit den dünnen Mutterboden in Täler und Flüsse. Zurück bleibt ein unfruchtbarer, verkrusteter Boden, auf dem ein neuer Wald nicht mehr entstehen kann. Die Siedler schaffen sich mit weiteren Brandrodungen neue Flächen zur kurzfristigen Nutzung. So wird der für das Weltklima überlebenswichtige tropische Regenwald immer kleiner und die verwüstete Landschaft immer größer. Auf der nördlichen Erdhalbkugel sterben die Wälder am sauren Regen und durch Abholzen der restlichen Urwälder. Die Wüstenregionen haben sich in den vergangenen 100 Jahren verdreifacht. Sie bedecken jetzt schon ein Viertel der Erdoberfläche. Der von Menschen verursachte Verlust an Tier- und Pflanzenarten wird auf 10% geschätzt. Die uns vor ultravioletten Strahlen schützende Ozonschicht haben wir auch schon um geschätzte 10% zerstört. Mit dem verschwenderischen Verbrauch der restlichen fossilen und mineralen Rohstoffreserven droht den künftigen Generationen das Ende des Industriezeitalters. Trotz dieser Alarmzeichen wächst die Bevölkerung der Entwicklungsländer täglich um 250.000 und jährlich um 90 Millionen Menschen. Auch dadurch wird der Weg in die Katastrophe erheblich beschleunigt.
Nach diesen Fakten leben alle Menschen der Erde nicht nur wegen der vorhandenen Atomwaffen, die alle Menschen der Erde mehrfach töten könnten, sondern auch wegen der Umweltzerstörungen und der Bevölkerungsexplosion in einer Gefahrengemeinschaft. Wie können diese Gefahren beseitigt werden? Auf der Ebene der Nationalstaaten konnte der Lauf in die Katastrophe nicht gestoppt werden. Die globalisierte, umweltzerstörende Industrieproduktion und der Welthandel könnten jedoch durch Weltgesetze reformiert werden. Dafür brauchten die Menschen der Erde eine neue globale Weltordnung. Die am 1. August 1996 gegründete gemeinnützige Weltbürgervereinigung e.V. mit der Geschäftsstelle Max-Beckmann-Straße 44, 26 133 Oldenburg, Telefon- und Faxnummer 0441 45062, hat hierzu konkrete Vorstellungen entwickelt. Sie fordert einen demokratischen Weltstaat mit begrenzter Zuständigkeit für Friedenssicherung und Umwelterhaltung. Mit globalen Weltgesetzen könnte die umweltzerstörende Industrieproduktion reformiert und die Bevölkerungsexplosion der Entwicklungsländer beendet werden. Je früher der Wandel zu einer neuen Weltordnung eingeleitet würde, umso größer wäre die Chance zum Überleben der Menschen in langen erdgeschichtlichen Zeiträumen. Verantwortlich für diese Sendung ist Ernst Heinrichssohn, Max-Beckmann-Straße 41, 26 133 Oldenburg.